Hamhau, willkommen zurück zu Let's Play Hamhau Hamham Heartbreak. Herzschmerz. Entschuldigung. Ich hatte gerade irgendwie den englischen Titel im Kopf. So, wir versuchen es nochmal hier jetzt im Hotel raus, ob ich da jetzt endlich reinkomme. Ansonsten, ich mach mal was. Hi, verkaufe Arschgesicht. Ich kann den Typen nicht leiden. Ja, nur kurz. Ein Falter? Kann ich einfach. Furios! Oh, ihr wollt also falschen, hm? Den Falter für 10 Sonnenblumen und den mysteriösen Stein für 15 Sonnenblumen. Komm schon, kauft ihr etwas, ja? Was ist? Oh, ihr wollt also falschen, hm? Den Falter für 5 Sonnenblumen kennen und den mysteriösen Stein für 5 Sonnenblumen kennen. Komm schon, kauft ihr etwas, ja? Yeah! Ich habe ihn runtergekriegt. Hahaha, ich bin gut. Echt? Kein Witz, oder? Ja, und denn? Ich höre. Falter. Hoffentlich fliegt er nicht weg. Danke dir. Hier, lass ihn nicht erwischen. Entwischen. Aber du hast ihn entwischen lassen. Danke, Kumpel. Komm jederzeit wieder. Ich muss den Falter, glaube ich, irgendwie einfangen, weil dann kann ich den bestimmt dem Vater wieder geben. Naja, egal. Hol ich mir die Sachen später. Weil wenn der Vater dann versteht er ja, ah, ich habe das ja bei meinem Portemonnaie bei dem Falter verloren, wahrscheinlich, denke ich mir mal. Ah, hier können wir immer noch das Wort. Aber vielleicht lässt ihr uns ja jetzt doch rein. Schließlich haben wir den Pärchenausweis. Los, her damit. Ja, hier. Ich hab's doch. Na, das wird nicht klappen. Ich lasse euch nicht hier rein, bis ihr den... Ja toll, wie zeigen wir denn das vor? Warte mal. Der Schmetterling. Strand. Oh, Ratze, ich liebe dich. Danke für den super Tipp. Falls ihr es nicht kapiert. Schmetterling. Womit fängt man Schmetterlinge? Mit einem Glas. Deswegen hat Ratzi auch gesagt, am Strand kann man sich erholen. Ich habe schon gedacht, was will der Typ mir mit so einem Strand? Ich will doch in ein Hotel. Hallo. Ah. Gott. Ich wette, ihr guckt gerade den Bildschirm komisch an, weil ich so rumschreie. Lass mich. So, mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Der Typ hat uns echt verarscht. Hi. Erstmal handeln wir ihn jetzt wieder runter. So. Bla bla bla. Nochmal runter. Was passiert eigentlich, wenn ich nochmal furios mache? Ah, genug geredet. Nächstes Mal ist es vielleicht vergriffen. Okay, da will er nicht mehr. Gut, okay. Dann müssen wir doch nochmal. Ja. So, furios. Okay, ja, schön. Nochmal. Damit wir beides für 5 Sonnenblumenkerne kriegen. Ja. Und diesmal... Nehmen wir den Falter in das Glas. Tun, tun. Los. Schnell. Oh, Hamtaro, du Vollidiot. Du musst ihn in das scheiß Glas packen. Warum bist du so dumm? Ich hatte vorher schon ein Glas. Ups. Jo, Junge, dann gib uns bitte den Stein. Ich muss erstmal den Vater fragen, ob der mir hier beibringt, wie ich hier so einen Schmetterling fange. Bla bla bla. Nochmal. So, gib mir den Stein, los. Los. Gib mir den Stein und dann hau ich ab.
Weil ich weiß ja, in Hotel Kraus werden wir auch wieder Wörter lernen. Vielleicht sind die ja auch hilfreich. Allerdings ist das Problem, ich weiß nicht, wie ich in das blöde Haus komme. Schatzi, hilf mir. Guck nach, welches Wort ich dafür brauche. Guck nach. Machen wir mal am Hamstead-Wort-Wettbewerb teil. Mal gucken, vielleicht können wir jetzt andere Wörter verwenden. Nö. Naja, von mir aus. Robli, ja, wir sind zum Robli gekommen. Schatz, was machst du da? Du sollst auch für mich nachgucken. Ach, hör auf, Monster Hunter zu spielen. Und hilf mir lieber. Ja, den können wir noch nicht polieren. Den auch nicht. Den auch nicht. Den können wir polieren. Machen wir erstmal. Und wir haben einen Kristall gefunden. Juhu! Schön. Den können wir auch nicht polieren. Den auch nicht. Den aber. Schon wieder ein Kristall. Wie wunderbar. Den können wir auch polieren. Und schon wieder ein Kristall. Wow. Langsam wird es langweilig. Der Glänzschwedermeer. Haha, ist ja schön. Und wir haben Kirschstein bekommen. Irgendwo waren die, irgendwofür waren die, meine ich, nützlich. Ich weiß aber nicht mehr wofür. Nein, den können wir nicht. Den hier können wir aber wieder rubbeln. Rubbeln. Und er glänzt schon wieder mehr. Was ist los? Ja, ich rubbel. Ja, den können wir jetzt nicht mehr weiter bearbeiten. Aber den hier noch, das ist der, den wir gerade von dem Verkäufer gekriegt haben. Und das ist ein Bananenstein, auch nicht schlecht. Oh, da nicht, das ist wirklich der vom Verkäufer. Da ist mal was Richtiges. Ich weiß noch, dass ich damals immer die Steine von dem Verkäufer gekauft habe und dann waren das immer irgendwelche komischen, die sich aufgelöst haben. Aber hier haben wir einen Federstein bekommen. Super. Oh, da ist noch so einer. Kommt danach noch so einer? Ja. Ah, dann war das immer noch nicht der vom Verkäufer. Ja. Na, mal gucken, ob die sich irgendwann einer auflöst. Dann wissen wir, ah, das ist der vom Verkäufer. Nein, das ist gemein. Ah, das letzte war vom Verkäufer. Das war ein Fossil. Also ist auch nicht schlecht. Drei Kristalle, bla bla bla. Ja, schön. Wir haben 7 Edelsteine gefunden. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt gehen wir mal weiter. Und ich gucke auf die Uhr. Es ist schon bald wieder Zeit, Schluss zu machen. Leider habe ich ja beim letzten Mal ein paar ziemlich überzogen. Also machen wir hier noch einen Teil. Ich wette, ich finde hier irgendwo im Hampark das richtige Wort. Oder was meinst du, Bijo? Moment mal. Nein, das kann ich nicht. Ah, für Schlagstock kann ich auch nicht einsetzen, irgendwas. Also irgendwie ist das hier doch seltsam. Haha, ich mach Pause. Ich mag dich nicht mehr, Tico. Wie bekommt man Schlagstock von seinem Buch los? Bijou, hast du nicht eine zündende Idee? Oh, Furios? Oh mein Gott, das kann ich vorhin, glaube ich, nicht einsetzen. Ah, Furios, vielleicht hilft das. Furios werden? Furios. Ja, genau. Versucht das. Furios. Sag Schlatzo, dass wir furios mit ihm werden. Könnt ihr das machen? Er wird sein Buch weglegen, sobald er das hört. Nicht wahr? Naja, deine Ideen sind ja manchmal ziemlich... Naja. Okay, diesmal muss es klappen. Wenn nicht, dann... Nein, es wird klappen. Versucht es. Ich warte hier auf gute Nachrichten. Okay.
Wieso habe ich das nicht vorher mal versucht? Ich bin noch so blöd. Aber da könnte ich eigentlich noch ein Wort hinzuholen. Von daher. Naja, versuchen wir jetzt mal Furios. Oh oh. Willst du es noch einmal versuchen? Ja. Furios. Ich muss gleich niesen. Oh. Hamtaro. Warum versuchst du mich permanent bei meiner spannenden Lektüre zu stören? Viel schlimmer. Du hast Biju noch dazu angestiftet. Ey, die kommt freiwillig mit. Ich will die gar nicht dabei haben. Die ist freiwillig an meiner Ferse. Habt ihr nicht gelernt, dass es nicht nett ist, andere Hamster zu belästigen? Normalerweise... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt hätte eine lange... Oh. Jetzt schlagst du belehrt und tadelt dich sehr, sehr lange. Oh mein Gott. Das ist schlimm. Schlag so. Beruhig dich. In Ordnung. Hast du verstanden? Also, lass mich bitte in Frieden. Lass mich bitte in Frieden. Oh, du bist doof. Schlag so. Tikali hat sich so darauf gefreut, mit dir ein Date zu haben. Moment. Tico. Hey, wieder da? Wie lief es? Es hat bestimmt perfekt geklappt, oder? Nicht so wirklich. Es hat nicht funktioniert? Schon wieder nicht? Oh, arme Schwesterlein, du musst Hamtaro entschuldigen. Er ist völlig unfähig. Ey, was hab ich denn damit zu tun? Ich hab versucht, dir zu helfen, du Idiot. Das ist aber nicht. Und so bedankt er sich echt mal. Es sieht nicht so aus, als ob Schlag so sein Buch je weglegen würde. Warum vergessen wir ihn nicht einfach für heute und haben Spaß? Heute werde ich mal nicht mit dem Mädchen flirten. Versprochen. Das ist ja süß von dir. Da sage ich nicht nein. Heute ist unser Tag, um miteinander zu... Viererei. Genau, Schwesterchen. Klappe. Wow. Ich habe ein neues Wort gelernt. Das ist auch schön. Ich habe jetzt Viererei gelernt. Du hast ein neues Wort gelernt. Viererei. Ach, ihr seid so süß. Wie sehr sie freut. Danke für das Ham-Team. Ihr habt uns sehr geholfen. Aber eigentlich wollte ich nur Viererei. Mit Schlagso. Tico wird doch sowieso wieder mit dem Mädchen flirten. Selbst als wir Ham-Team leisteten, war alles vergebens. Tut mir leid, Biju. Wieso zur Hölle? Entschuldigst du dich nur bei ihr? Dödö. Ha, jetzt kann ich hier Rirerei einsetzen. Oh oh. Ist er wieder sauer? Rirerei? Was redest du da, Hamtaro? Guck dich mal um. Guck dir das Wetter an. An so einem Tag willst du unbedingt Rirerei. Hallo, du bist im Hampark. Natürlich macht man da Rirerei. Machst du Witze? Moment mal. Weißt du, du hast recht. Der weite Weg in den Hampark lohnt sich nur, wenn man möglichst viel Rirerei, oder? Oder der Tag ist verschwendet. Jetzt, da mir das klar ist, müssen wir Tico und Tikali finden. Und Rirerei! Ja! Das versuche ich dir doch die ganze Zeit zu sagen, Schlagso. Tikali! Schlagso? Was machst du hier? Wo ist dein Buch? Haha, Hamtaro hat mir die Augen geöffnet. Was meint ihr? Sollen wir Rirerei? Wirklich? Du willst wirklich mit uns Rirerei? Ja, auf alle Fälle. Wollen wir als erstes mit dem T-Kreis fahren? Auf geht's. Wirklich? Yay. Ein neues Wort. Wie viele Wörter ich gerade lerne. Nur weil ich endlich mal keine Kraft habe, was ich hier machen muss. Ach, hätte ich das mal vorher gemacht. Okay, sehr gerne. Wie schön sie sich freut. Ach, sie wollte eigentlich bloß ein Date mit Schlagso haben. Guck doch mal, wie rot sie ist. Oh, das ist so süß. Du hast ein neues Wort gelernt. Wirbli. Und wir haben ein Pärchen gebildet. Ach, bin ich nicht toll. Bald haben wir auch die zweite Stufe erreicht. Also die dritte Stufe, meine ich. Tikalis Liebe zu ihrem Freund Schlagso. Seine Meinung ändern. Gut gemacht, Tikali.
Yay! Wir sind ein tolles Team, wir alle. Danke, Hamtaro. Moment, das ist Tico. Danke, Hamtaro. Und dir auch, Bijou. Dank euch kann meine Schwester endlich wieder fröhlich sein. Ich bin froh, euch um Hilfe gebeten zu haben. Das heißt, ich kann mit jedem süßen Mädchen flirten, das ich hier sehe. Aufgepasst, Mädels! Oh mein Gott. Tico, du bist ein Vollidiot. Und wir übersehen schon wieder die ganze Zeit. Also, sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Wenn es ja wieder heißt, Let's Play Hamtaro, Ham, Herzschmerz, schalte das nächste Mal wieder rein. Bis dann. Bye-bye.